Der Markt ist ein bisschen im Pausemodus, so zumindest sieht das aus, nachdem heute der DAX ja mit einem Gap nach unten eröffnet hat. Kein Wunder, denn wechseln wir mal zum Finanzkalender, dann sehen wir, dass die Chinesen heute schon aktiv waren. In aller Herrgottsfrühe, 4 Uhr europäische Zeit, gab es die Industrieproduktion und die ist deutlich schlechter ausgefallen als erwartet. Man hatte sogar damit gerechnet. Ich muss gestehen, ich bin nicht sicher, wer auf diese Zahlen gekommen ist, aber 4,8 zuvor, 5,2 erwartet, 4,4 ist es geworden. Also insofern nicht wirklich der Burner und das wird sicherlich ebenfalls zu einigen anderen Informationen nicht wirklich zuträglich für den DAX gewesen sein. Gucken wir kurz auf die Liste, da sehen wir schon, heute passiert da nicht mehr wirklich was dramatisch. Wir hatten heute 14.30, also zur typischen Veröffentlichungszeit, den New York Empire State Manufacturing Index, der ist ebenfalls schlechter ausgegangen als erwartet, ist aber hier zumindest nicht als eine super klassische Highflyer-Nachricht nur als 2 geratet und tatsächlich bewegt diese Nachricht den Markt nicht immer unbedingt und auch den DAX hat es jetzt nicht wirklich aus der Kurve getragen. Deshalb gucken wir aber zurück auf den Chart, dann sehen wir deutliche Abwärtsbewegung und das Ganze passt aber wunderbar eigentlich in das erwartete Geschehen. Ich hatte irgendwann letzte Woche ja schon mal darauf hingewiesen, wir müssen damit rechnen. Ich habe keine Ahnung, wann es passiert. Ich habe eine Idee, dass es jetzt nah, zeitnah passiert. Deshalb hatten wir das hier schon mal eingezeichnet. Aber sicher wissen wir das natürlich nicht. Wir können sowas nicht traden. Wir wollen auch sowas gar nicht traden. Denn das ist eigentlich eher so dieses, dieser Hingucker, der uns dann wieder den nächsten Trade erlaubt. Aber dazu später nochmal. Insgesamt sehen wir also, im Moment sieht es so ein bisschen nach diesem Pausemodus aus. Und das, was wir bisher haben, ist aber erst der erste Teil abwärts. Und dann diese Korrektur, das ist das, was wir hier sehen. Der erste Teil abwärts und möglicherweise jetzt so diese Gegenbewegung hier. Und anschließend müsste noch was kommen. Ausmaßgemäß würde ich eher erwarten, dass wir irgendwie sowas in dieser Größenordnung hier bekommen. Also das, was wir hier vorne schon mal hatten, können das mal versuchen, so ein bisschen einigermaßen einzuschätzen. Diese Größe, wenn wir die bekämen, dann würde das hier in etwa bedeuten, dass wir 12.200 ganz grob nochmal ansteuern sollten beim DAX-Index, jetzt wohlgemerkt. Das wäre zumindest dann mal ein Zeichen, dass das in diese Liga spielt. Geht es ein bisschen mehr, ist es kein Problem. Wird es deutlich mehr, muss man sich natürlich die Frage stellen, gehören diese Bewegungsverläufe noch zusammen oder reden wir hier von was ganz anderem? Also wenn es deutlich kleiner ist, sind wir vielleicht hier auch nur auf so einer Teilbewegung. Ist es deutlich größer? Na, da müssen wir uns nochmal neu Gedanken machen. Bringt im Moment noch nichts. Aber ich wollte in Erinnerung bringen, das ist zumindest meine Marke, ungefähr 12.200, die wir im Hinterkopf haben sollten. Wir können das nochmal abschätzen durch Fibonacci Retracements ebenfalls. Dann sehen wir haben ja auch die 23,60er punktgenau auf dieser Höhe. Also insofern, ich schiebe mal das hier als Information zur Seite. Hier haben wir auf jeden Fall eine deutliche Unterstützung. Die nächste wäre dann ungefähr bei 12.025. Zumindest mal auch clustermäßig einigermaßen sinnvoll, wenn wir hier so diese Größenordnung im Blick haben. Also insofern Pausemodus. Wir müssen mal gucken, wie das hier hinten ist. Tipp nochmal für die Selbsthändler, die selber sagen, ich gucke da mal drauf nach der ersten Abwärtsbewegung. Mal schauen, ob wir irgendwie was Wackeliges bekommen. Und ganz egal, wie das mittlere Wackelige jetzt aussieht, sobald wir irgendein Zwischentief, das kann hier sein, vielleicht gibt es hier auch nochmal irgendwelche Ausbeulungen, dann diese Zwischentiefs gerissen werden, dann sollten wir ungefähr das, was wir hier haben, ebenfalls hier nochmal bekommen, immer im Hinterkopf, dass wir 12.200, 12.025 als mögliche Zielmarken oder Unterstützungsmarken da im Plan haben. Beim Dow wissen wir natürlich noch nicht ganz genau, wohin das jetzt führt. Im Moment ist er noch auch im Pausemodus, aber längst noch nicht so dynamisch. Warten wir mal ab, wie das da ausgeht. Lässt zumindest mal die Spannung offen, in welche Richtung das Ganze da geht. Bevor wir auf den amerikanischen Markt nochmal eingehen, ganz kurz eine Überlegung zum Gold. Auf jeden Fall auch spannend, hier aktuell schubmäßig nach oben, im Moment so ein bisschen wackelig nach unten. Ich kann mir vorstellen, Bruch der letzten Zwischenhochmarke hier oder vielleicht kriegen wir ein neues Tief, dann wäre es ein neues nachgerutschtes Zwischenhoch hier. Das könnte dann eben die Long-Seite wieder triggern und ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Trade oder eine Trading-Überlegung wert. Für uns sogar als ganz konkrete Handelsidee eben auch in der Umsetzung. Noch nicht ganz so konkret, aber wahrscheinlich für all diejenigen, die Einzeltitel auch mal gucken und mit Apple was anzufangen wissen, dann sehen wir hier im Intraday-Chart im Moment zwei interessante Situationen, wie ich finde. Nämlich Punkt 1 ist, hier im Stundenchart oder sogar genauer im 15-Minuten-Chart haben wir so dieses klassische Verhalten der Abwärtsbewegung. Das ist noch eine Zeichnung von letzter Woche, die müsste ich eigentlich jetzt ein bisschen neu anpassen. Nämlich,
Wir haben eine 1, 2, deutliche Bewegung, 3, 4 und eine klassische 5, die so langsam ausläuft. Und die 5 können wir inzwischen, weil wir wissen, das Tief ist jetzt hier unten, wohl hier hinlegen. Das heißt, diese Korrekturüberlegung, die wird wohl von hier aus stattfinden. Und wenn wir uns das hier sogar im 5-Minuten-Chart angucken, dann sehen wir, das sieht ganz genauso wieder klassisch aus. Schub nach oben, sogar mit 1, 2, 3, 4, 5. Da spare ich mir jetzt die Zeichnung. Ach komm, ich spare sie mir nicht. Die gönnen wir uns jetzt im Sinne von einer 1, 2, 3, 4, 5. Und hier hinten sieht das ein bisschen nach einer A, B, C aus, ohne zu wissen, ob hier wirklich die C dann auch liegt, ob das hier entsprechend dann passt. Ob der Markt jetzt wirklich nach oben geht, das weiß ich natürlich auch nicht. Da müssen wir jetzt die Eröffnung abwarten von Apple. Das wäre aber jetzt eigentlich perfekt, um nochmal hier oben hinzukommen, um dann eben ersten Schub runter, eine ABC hoch und dann den nächsten Schub runterzubringen. Und das bringt mich dann auf die etwas schwächeren, möglicherweise etwas schwächeren Märkte in den USA. Das ist natürlich noch ein offenes Buch, das muss man noch gucken. Je nachdem, wie die Eröffnung ist, soweit die Theorie, das Prinzip davon, das ist allerdings sowohl hier für Apple, aber auch für andere Titel natürlich jederzeit anwendbar. Und insofern als kleiner Tipp für diejenigen, die selber Spaß am Traden haben, hier mal drauf zu gucken. In dem Sinne wünsche ich für heute alles Gute, einen wunderbaren Wochenstart. Und natürlich dann gerne bis morgen.